Dann quatschen wir nicht länger herum, Leute. Schauen wir direkt rein. Influencer versus Hölle. Schellen. Slapshow. Mit Gucci Potter. Ich fuck mein Leben nicht. Geil, geil. Okay, ich halte es nicht mehr aus, die Spannung. Schauen wir rein. Bratton Production presents. Oh, da ist er schon, da ist er schon. Ah, er kriegt einfach auf die Fresse, ich pack's nicht. Leute, jetzt geht's aber ab. Wir sind hier in Hamburg mit... Gucci Potter. Gucci Potter und Sam Next. Freunde, jetzt werden wir sehen, ob er bei professionell... Ich mach's nochmal. Okay, warte. So, Freunde. Warte jetzt kurz. Gleich mal den ersten Joke verkackt. Okay. So, Freunde, jetzt werden wir sehen, ob er bei Professor Snape aufgepasst hat und was ausrichten kann in der Verteidigung gegen die dunklen Künste. Schauen wir mal. Ich erkläre euch ganz kurz nochmal die Regeln, ja? Bratura, bitte nicht das Ohr treffen, nicht den Hals treffen, nicht die Nase treffen, nicht die Schläfe treffen. Das gibt ein Foul. Das ist natürlich schwierig, bei Gucci Potter nicht die Nase zu treffen. Ja, also das ist natürlich ein bisschen schwierig als alter Zauberkünstler. Bei zwei Fouls seid ihr disqualifiziert, okay? Beim zweiten Foul disqualifiziert, auch wenn ihr Gesicht zurückzieht, dann wird der Schlag wiederholt, ist auch ein Foul. Oh Mann, er kriegt... Was? Ja, er kriegt gleich auf die Fresse. Er kriegt sofort auf die Fresse. Ich glaube, er packt es gerade selber nicht. Schaut euch seine Augen an. Ah, dann fängt an. Oh mein Gott. Er packt es auch nicht. Er freut sich des Todes. Oh mein Gott. 50 Punkte für Slytherin. Das war Ohr. Wieso macht er damit? Wie dringend will er die Cloud haben? Das ist ja nicht mehr normal. Das war ein Foul. Bratana, alles gut bei dir? Riechen, gib mal riechen. Ah, dem geht's nicht gut. Der muss sofort aufs Krankenrevier. Ist nicht schlimm. Weint er jetzt, oder? Alles gut. Warte, riech mal gut. Komm mal, riech mal jetzt, oder? Genau, jetzt geht's wieder. Geht? Riechen? Willst du nochmal riechen? Nie im Leben, das stinkt die Scheiße, Mann. Alles gut, wie fühlst du dich, Bratan? Tut dir dein Ohr weh? Ja. Aber alles gut, ja, du hörst noch gut. Es dürfte nichts sein, Bratan. Oh, Freunde. Der hat nur dein Ohr getroffen, dein Ohr tut weh. Das ist auch ein Foul. Ohne Witz, das macht übel Spaß, Mann. Das Ding ist halt, was will denn der Leon da großartig ausrichten gegen den? Was will denn der machen? Der soll lieber seinen Zauberstab rausholen und schauen, was da geht. Ja, so war das jetzt nicht gemeint. Bratura, was war das für eine Schelle, Bratan? Wo hast du die hergeholt? Woher kommst du? Aus Kamerun, Bruder, von meinem Vater. Bruder, die kam aus Kamerun nach Hamburg geflogen, Bratan. Wo ist das, Bruder? Bratan, los geht's. Jetzt kommt die. Jetzt kommt er, jetzt haut er ihn nicht. Na. Warte mal, ich hab eh genug Hater, die werden es eh feiern. Also von daher. Bruder, ja, alle deine Hater sollen sich ficken, weil wer diese Schelle aushält, das er hat so viel Respekt verdient, Bratan, das sage ich dir wirklich. Der kann einstecken anscheinend. Wirklich Respekt. Hier sind schon jetzt alle deine Fans. Wild, die Emotionen kochen über. Bratan, deswegen komm. Mach deine Hand rein, du bist jetzt dran, Bratan. Mach deine Hand rein. Was willst du schon wieder? Nein, so. So können wir auch, Bruder. Probier erstmal aus, nicht schlagen. Probier nur. Ah, wenn sie jemanden diesen Mundschutz rausnehmen. Noch nie wirklich jemanden geschlagen jetzt ohne. Bitte? Also, aber gut. Du hast noch nie jemanden geschlagen. Ah, doch, früher im Kindergarten. Jetzt darfst du, das ist Sport. Du bist jetzt an meinem Gesicht, dein Jungfort. Mach jetzt endlich. Los geht's.
Oh, danke schön, Brat. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dankeschön, Ehre. Richtig. Lass ein Lutsch. Applaus. Das war halt süß, diese Schelle. Applaus. Oh, jetzt kriegt er noch eine von dem Typen. Er soll lieber seinen Patronus-Zauber aktivieren. Ihm ist halt, ihm hat's halt gar nichts ausgemacht. Der ist nur böse jetzt. Bratucha, wie war's? Weiß nicht. Ich glaube, ich habe nicht so richtig getroffen. Es hat sich kaum angefühlt, als hätte ich getroffen. Der Brat aus Kamerun gegen Gucci Potter. Boah, ich kann mir das nicht anschauen. Ich kann mir das nicht ansehen. Direkt noch einen ins Gesicht geballert. Oh! Fuck, Mann! Oh! Ah! Oh! Das geht noch. Applaus. Bratan, aber du musst aufpassen. Das war schon aufs Ohr auch. Wie fühlst du dich? Gut. King, Alter. Er fühlt sich gut, sagt er. Gucci Potter! Applaus an Gucci Potter! Er ist halt die Verkörperlichung dieses Namens, des Formatnamens. Fame for Pain. Er ist bereit, das einzutauschen. Gucci Potter! Der hält durch! Okay, Respekt, siehst du, Bratan? Hat dir schon mal so einer gesagt, siehst du? Wo sind deine Hater, Bratan? Nochmals, mit Concussion oder ohne Concussion? Was ist das, Bratan? Weiß ich auch nicht. Pochui dann. Ja. Hol richtig auf. Das ist halt wie, wenn ein Mädchen zuschlagen wird. Jetzt kein Front an den Gucci Pot, aber... Es sieht einfach so aus. Hol richtig auf. So wie wenn ein Mädchen richtig angefressen ist auf dich und dann einfach durchzieht. Circa so eine Ohrfeige. Ist das ein Foul wegen Ohr? Okay, alles klar, ist auch ein Foul. Bratan, ja. Du hast auch aufs Ohr getroffen. Jeder hat einfach. Ja, das war nicht so Gucci. Toll, okay. Weiter geht's. Aber ohne Witz, das macht übel Spaß, finde ich. Das ist krank. Okay, Bratan. Er darf ja nicht mehr bei Leon-Videos mitmachen, weil Leon ihm gesagt hat, na, er war jetzt zu oft schon bei Mahn in Videos und jetzt hat er keinen Bock mehr oder so. Also jetzt händeringend versucht das jetzt in die nächsten Formate vielleicht. I don't know. Du, da. Bitte? Er hat 500.000 Follower. Gucci Potter, dabei. Halte durch. Die hat ihm nicht gut getan. Uff. Halte durch. Fast schon ein bisschen weggezuckt. Bruder. Oh. Wieso macht er das? Bruder. Zwei Ohr. Dem geht's echt nicht mehr gut. War das für dich ein Schlag aufs Ohr? Oder ein Schlag auf die Wange? Ich merke das gar nicht. Safe nicht. Der hängt nur mehr so da und kann sich kaum noch auf den Beinen. Ich merke das gar nicht. Schon ein Ohr hier oben. Er hat das Ohr getroffen. Er hat das Ohr getroffen. Er hat gewonnen. Tamam, komm her. Was? Wegen 50 Euro. Tamam, er hat gewonnen. Applaus an die beiden. Applaus, Bratan. Aber man kann sagen, was ich will, er hat sich sehr gut gehalten. Der hat 3 Schellen eingesteckt, so richtig katastrophale. Seine 2, die er ausgeteilt hat, wenn du die mal 10 nimmst, sind die lange nicht so stark gewesen, wie die 3, die er eingesteckt hat. Also was das betrifft, wie groß ist der? Wie viel Kilo hat der? Der hat vielleicht knapp 70 Kilo, wenn überhaupt, und ist 1,73 oder so.
dass der das eingesteckt hat. Also Respekt, meinen Respekt hat er. Aber dumm, dass er da mitmacht, ohne Scheiß. Mag's nicht. Sabri! Wo ist er? Wer ist Sabri? Wer ist Sabri? Der hat Geburtstag. Wer ist Sabri? Die 50 Euro sind... Du bist Sabri. Hier Sabri. Nochmal, warte mal. Ehre, er verschenkt auch noch die 50 Euro, also alles für die Cloud. Los, Kamera. Er ist 19 Jahre alt geworden. Mann, hier, bitte. Ehrenmann. Der Bratan kassiert kamerunische Schellen, die aus der Hölle kommen, und schenkt das seinem Bratan zum Geburtstag. Ehrenmann. Ja, und das? Ja, Ehrenaktion, das muss man schon sagen. Hast du noch was von Louis Vuitton? Bitte? Und hast du noch was von Louis Vuitton? Korrekter Brater, wirklich Ehrenmann, Bratura. Ja. Respekt auf jeden Fall, Respekt auf wirklich Respekt. Ich hoffe, du bist bei unserer großen Show auch dabei, Bratan. Du hast sehr... Das ist jetzt die Frage, ob er sich das nach den drei Schellen nochmal überlegt oder ob er sich denkt, fuck, ich mach das safe mit. Tapfer geschlagen, wirklich Gratulation. Ja, danke. Wie haben sich die Schellen angefühlt? Ey, die waren echt, echt nice. Haben Spaß gemacht. Ohne Witz, ich habe sowas noch nie bekommen. Ey, was ist das, weil denn, Mensch, Rallo spielt keine Schmerzen am Rücken. Spaß gemacht. Wer ist das? Bruder, ich weiß es nicht. Wer ist das? Bruder, ich habe deine Schellen gesehen, ich hatte Angst einfach nur, Bratan. Und ja, er sagt... Ich habe noch nie geschlagen. Woher weiß ich denn, wie ich richtig schlage? Aber das Anfühlen, Bratan, wie es sich angefühlt hat. Ich muss schon aber sagen, es war... Das nächste Mal, wenn du sagst mit Faust, ich bin direkt dabei, Digga. Fuck. Ich hätte den Busch abgeschnitten. Ja, der ist natürlich jetzt auch in seiner Männlichkeit gekratzt, der zweite Spieler. Wie haben sich die Schellen angefühlt, sag mir mal. Ja, schon stabil, ja. Kurz auch Lichter ausgegangen, oder? Nö. Nie? Nö. Der ist krank, der war. Nur in der Kammer des Schreckens wird dann abends das Licht ausgemacht, wenn es zur Sache geht bei Gucci Potter. Lass mal bitte Octagon gehen, dann mach ich kurz so. Lichter ganz aus. Krass. Bratan, danke schön dir. Wie war das für dich? Bruder, wegen 50 Euro. Das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Machen da die Leute mit? Übelst. Slavik hat genug Geld, um 500 herzugehen. Die machen es wegen 50. Das finde ich ja den Hohn an der ganzen Sache. Übertriebene Experience. Ich weiß nicht, was für ein Mensch du bist, aber ey, ich habe leider verloren, weil ich nicht zielen konnte, aber... Aber es war trotzdem stabil, Mann. Hier nochmal. Wirklich Ehre, Bratan. Du hast sehr kräftige Hände. Bist du dabei in unserer großen Show? Wenn du mich einlässt, Bratan, natürlich. Ich lade dich aber 100% ein, Bratan. Ehrenmann. Marzahn, natürlich komm ich. Vielen Dank. Ich küsse dein Auge, Bratischka. Dankeschön. Applaus. Bratan Production Prison. Wahnsinn, Leute. Was war das für ein krankes Video? Uff. Bin jetzt noch schockiert.